Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur abschließenden Pressekonferenz der Tagung der Gesellschaft für Rechtspolitik und der Verband der Familienunternehmer zu dem Thema globaler Klimaschutz und nationales erneuerbare Energiengesetz, ein unlösbarer Widerspruch. Die Veranstalter hatten das Ziel, die Klimakrise zum Anlass zu nehmen, jetzt in einer Umbruchszeit mit einer gerade durchgeführten Bundestagswahl zum Anlass zu nehmen, die besonderen Herausforderungen herauszuarbeiten und das in interdisziplinärer Art und Weise. Wir hatten Naturwissenschaftler dabei, Ökonomen dabei, Juristen dabei. Und alle haben sie versucht, hier Grund und Boden auf der Suche nach der Identifizierung einer zukünftig überzeugenden Klimapolitik zu suchen. Wir hatten versucht, in diesem interdisziplinären Dialog den naturwissenschaftlichen, klimatologischen Rahmen zu beachten, den Rechtsrahmen zu beachten und auf die Kostenfrage und die Versorgungssicherheit mit dem Blick zu behalten. In dieser schwierigen, also man kann schon gar nicht sagen, Ziel-Trias, haben wir ein längeres Programm gestern und heute absolviert, das in mehrere Blöcke gegliedert war. Die Blöcke betrafen zunächst einmal die Energieversorgung Deutschlands und ihre Auswirkungen auf den Klimaschutz. Von einem Referat von Herrn Gundel über den Rechtsrahmen ging es über die Zielsetzung der Energiewende von 1998 und deren Erreichung von aus berufenem Munde von Hans-Josef Fell, einem der Autoren des EEG, der heute bei der Energy Watch Group arbeitet. Justus Haukapp von der Universität Düsseldorf referierte über die Ziele der Energiewende und ihre bisherige Umsetzung eine kritische Bestandsaufnahme aus ökonomischer Sicht. Und Jochen Marotzke vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg spiegelte die Ziele des Pariser Abkommens und seine Umsetzung aus naturwissenschaftlicher Sicht. Schon dieser erste Block sollte ein Beleg dafür sein, dass hier aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Klimaproblem geschaut wurde, in der Hoffnung, dass man zumindest den Rahmen kennt, in dem sich die Politik jetzt bewegt. In Block 2 ging es um den Umstieg auf die erneuerbaren Energien mit besonderem Blick auf die Versorgungssicherheit. Der Bundesrechnungshof hat in diesem Jahr eine vielbeachtete Studie zu dem Thema vorgelegt und der Präsident des Bundesrechnungshofs hat uns die Ehre gegeben, diese Studie hier vorzustellen und mit uns zu diskutieren. Andreas Löschel von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster referierte dann aus ökonomischer Sicht zum zukünftigen Bedarf und wie der in die Energiepolitik einfließt. Björn Peters, einer der tragenden Säulen der Vorbereitung der Tagung, referierte über die Versorgungssicherheit und die Wetterabhängigkeit der erneuerbaren Energien aus hauptsächlich physikalischer Sicht. Auf dem Podium mit mir sitzt Eberhard Umbach, ehemaliger Präsident der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, der über die technischen, gesellschaftlichen und ökologischen Herausforderungen der Energie-, Strom-, Verkehrs- und Klimawende berichtet hat. Robert Schlögel, der ebenfalls neben mir hier auf dem Podium sitzt, hat die Möglichkeiten beleuchtet, Wasserstoff als Energieträger in die Suche nach den Lösungen einzuspeisen. Wir hatten am gestrigen Abend dann auch noch ein Impulsreferat von Joachim Weimann, einem Ökonomen von der Universität Magdeburg, gehört zur Diskussion der Instrumente, also Command and Control, also Ordnungspolitik versus ökonomische Instrumente. Auch er sitzt neben mir. Heute haben wir dann einen rechtlichen Block gehabt, der aus drei Elementen bestand. Wir haben zunächst mal von Martin Burgi von der LMU München eine Analyse gehört, wie denn nun der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts auf diese Problematik anzuwenden ist, ob und inwieweit sie darauf anzuwenden ist. Und er hatte Schlussfolgerungen daraus gezogen. Die staatlichen Beihilfen und Abgaben im Recht der Energiewende hatte dann Herr Wernsmann von der Universität Passau beleuchtet zur
Frage des BEAG und der möglichen CO2-Bepreisung. Die Zielkonflikte, die bei einer Verwirklichung der Energiewende mithilfe der Windkraft entstehen können, erörterte dann Thomas Mock, ein Rechtsanwalt, zum Recht der Energiewende im Spannungsfeld zwischen Klimaschutz und Datenschutz. Wir sitzen alle hier, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, Nachfragen an die Referenten zu richten. Wir freuen uns über jede Nachfrage. Wir hatten eine kontroverse Diskussion, wie ich fand, die aber auch stets zielführend war. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir noch weitere Fragen beantworten können. Ich darf Ihnen kurz noch einmal die Fachleute neben mir vorstellen. Ganz links außen Martin Burgi, Herr von Eben-Orle vom Verband der Familienunternehmer, Herr Weimann, Herr Schlögel und Herr Umbach. Das sind die fünf, die mit mir hier oben sitzen und Ihre Fragen beantworten mögen. Ja, bitte. Das war an. Das Mikro an. An ist, ja. Meine Frage an Professor Birgi ist, wie wird es denn Ihrer Meinung nach am wahrscheinlichsten mit dem BEG weitergehen? Also nicht nur im Lichte dieses Verfassungsgerichtsurteils, sondern auch, was die Praktikabilität angeht und auch die Tatsache, dass jetzt ein Teil dieser Einspeisevergütungen ja über den Bundeshaushalt geleitet werden. Bisher war das ja anders. Bisher war das ja von den Netzbetreibern dann einkassiert worden. Jetzt ist es also Teil einer staatlichen Umverteilung, was auch möglicherweise nochmal die rechtliche Beurteilung beeinflusst. Also insgesamt, wie wird es am wahrscheinlichsten aus Ihrer Meinung, Ihrer Sicht weitergehen im EEG? Das hängt zunächst davon ab, was die jetzt verhandelnden Koalitionäre sich vorstellen. Die hätten ja dann die Gestaltungsmehrheit, es zu verändern, zu modifizieren oder eben auch abzuschaffen, was sie teilweise ja mittlerweile auch bereits verlautbaren lassen. Das Produkt der Diskussionen der letzten beiden Tage, also gestern und heute, ist doch sehr mehrheitlich, wie ich das richtig wahrgenommen habe, dahingehend, dass man es beenden sollte, den Mechanismus, weil er relativ wenig Ertrag mit einem ganz großen und erheblichen Aufwand mit sich bringt. Und aus verfassungsrechtlicher Sicht muss man sagen, dass der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts einem solchen Ansinnen Rückenwind gibt, weil nach dem Bundesverfassungsgericht im Interesse eines leistungsfähigen Klimaschutzes darauf zu achten ist, dass eben mit möglichst effektiven Mitteln auch möglichst viel erreicht wird. Und das spricht gegen ein solch rein nationales System, das noch dazu gegenwärtig ja auf den Strom fokussiert ist. Verstehe ich das richtig? Mich erst mal vorstellen, mein Name ist Jörg Rehmann, freier Journalist, Filmautor. Verstehe ich das richtig, dass das auch eine führende Struktur war, die sich jetzt hier auf dieser Tagung herausgebildet hat? Ich will es nicht für alle sprechen, aber das kann man, glaube ich, sagen. Wir hatten ja zu Gast Herrn Fell, den man zu Recht und mit hoher Anerkennung als Vater des EEG-Mechanismus bezeichnen kann. Der hat verständlicherweise eine andere Meinung vertreten, aber der ganz überwiegende Teil der Redner aus allen Fächern, wir sind ja hier jetzt Naturwissenschaftler, Ingenieure, Ökonomen, die Juristen sind da ja nur Zuhörer, denn ein Jurist kann nicht beurteilen, was ein effektives und kohärentes System ist. Da ist er darauf angewiesen, dass man ihm das gewissermaßen zuliefert. Und das Gleiche gilt für Rechtspolitiker. Die müssten im Grunde genauso wie ein Rechtswissenschaftler hören, was die anderen Fächer sagen und sich daraus dann eine Meinung bilden. Und das war doch für mich das, was man in der Juristenwelt als herrschende Meinung bezeichnet. Das war, wenn ich das richtig verstanden habe, im Vorfeld war das ja wohl auch die Intention der Veranstalter gegenüber der Rechtspolitik, einen Impuls zu setzen. Aber können Sie das nochmal etwas näher erläutern, wie diese Intention war, dass man die Absicht, die zu dieser Tagung geführt hat, nochmal etwas deutlicher formulieren kann? Ja, also die Veranstalter hatten das klare Ziel, hier in einen kontroversen Diskurs zu gehen, der auch Ergebnisse bringt. Wir sind jetzt keine demokratische Versammlung, wir haben jetzt keine Beschlüsse gefasst, die wir alle unterschreiben könnten. Aber es gab schon durchaus Linien, die erkennbar waren. Herr Burgi hatte jetzt schon ein, zwei Punkte erwähnt.
Es ist ganz klar, dass eine Lösung in Deutschland und nur in Deutschland nicht zielführend ist. Deutschland steht natürlich in der Verantwortung, aber Deutschland muss sich auch eben der Welt gegenüber öffnen. Deutschland hat Mitwirkungspflichten, auch verfassungsrechtliche Mitwirkungspflichten, eine Öffnung gegenüber der EU, eine Öffnung gegenüber internationalen Bemühungen, Klimaschutz zu betreiben. Also dieser Appell sozusagen, der wurde weitgehend, glaube ich, geteilt. Das war ein ganz, ganz wesentliches Ergebnis. Herr Scheller vom Bundesrechnungshof war ja auch anwesend und die Kritik des Bundesrechnungshofs zielt ja auch dahin, dass die bisher eingesetzten Instrumente an Wirkung nicht so richtig gegriffen haben und dass auch mangelnde Transparenz ist, auch mit der Folge der Planbarkeit. Dazu hätte ich auch gerne noch einiges gehört von Ihnen. Von mir oder von Herrn Weimann? Denn ja, die Planbarkeit ist ja etwas, was sich vor allen Dingen auch auf die Unternehmen bezieht, vielleicht an Herrn von Eben-Vorlet. Ja, Planbarkeit ist in dieser politischen Zeit sehr schwierig, weil die Politik die Ziele permanent verschiebt und meist nur in eine Richtung, das heißt die CO2-Einsparziele als Index Klimagas immer weiter runtersetzt und auch den zeitlichen Rahmen für die Erreichung der Klimaneutralität immer mehr zeitlich verkürzt, sodass wir in der Wirtschaft, und das trifft vor allen Dingen die Familienunternehmer, aber auch die großen Betriebe hier bei uns in Deutschland, vor gewaltigen Herausforderungen stellt, weil wir nicht nur im internationalen Wettbewerb in Europa stehen mit unseren Energiepreisen, sondern auch weltweit im Wettbewerb stehen mit vorwiegend chinesischen und amerikanischen Unternehmen. Und wir aufgrund unserer nationalen Steuerungsinstrumente wie dem EEG den Strom als nachhaltige Energie so teuer gemacht haben, dass wir ihn bei uns nicht kompensatorisch zu Kohlenstoffenergie einsetzen können. Deshalb ist es einer unserer Wünsche und da deckt sich unser Anliegen mit denen der Naturwissenschaftler, das System deutlich zu verbilligen und in der Effizienz deutlich zu erhöhen, um uns sehr viel größere Mengen erneuerbaren Energien zur Verfügung zu stellen, aber gleichzeitig zu deutlich günstigeren Preisen. Und das ist möglich, wenn man es politisch richtig aufsetzt, so wie ich von den Naturwissenschaftlern gelernt habe. Sie sprechen ja jetzt als Präsident des Verbands der Familienunternehmer. Sie haben aber selber nicht am inhaltlichen Teil der Tagung teilgenommen, nehme ich an. Was hat dazu geführt? Also Sie haben es ja zum Teil eben schon ein bisschen ausgeführt, die Intention, aber vielleicht können Sie es noch mal etwas genauer erklären, warum der Verband der Familienunternehmer sich auch als Förderer dieser Tagung engagiert hat. Wir brauchen einen interdisziplinären Austausch zwischen allen wissenschaftlichen Bereichen, weil es ist ein gesamtwirtschaftliches Problem oder Herausforderung, der wir uns als Unternehmer und als Unternehmen gegenübersehen, wo wir die besten Köpfe und die besten Ideen brauchen, um unsere Wirtschaft mittelfristig und auch langfristig hinaus konkurrenzfähig zu halten. Und wenn wir allein auf nationale Mechanismen setzen, dann reicht das nicht, dann springen wir zu kurz. Wir müssen uns international organisieren, wir müssen Allianzen mit anderen Ländern schließen, damit wir schnell und unbürokratisch Klimaschutzmaßnahmen bei uns in den Betrieben umsetzen können, ohne vom Markt zu verschwinden, denn die deutschen Unternehmen sind noch immer die ökologisch anspruchsvollsten und auch sorgsamsten Unternehmen im Land. Und wenn wir es nicht schaffen, uns international abzustimmen, dann werden wir diesen Kampf verlieren. Dann gibt es bald keine energieverbrauchende Industrie mehr in Deutschland, sehr wohl aber in anderen Ländern, die sich um den Klimawandel weniger Einkopf machen.
Das bedeutet aber jetzt praktisch, dass der Klimaschutz, so wie er jetzt auch von Herrn Fell und Herrn Quaschning auch vertreten wurde, eigentlich nicht mehr auf der nationalen EEG-Basis so schwerpunktmäßig erfolgt, sondern dass man den Blick nach Europa richtet. Wie meinen die Beteiligten, dass das in der Praxis umzusetzen ist? Also das für mich persönlich sowohl überraschendste als auch positivste Ergebnis dieser Konferenz ist, dass ich festgestellt habe, dass über die Disziplinen hinweg, also von den Naturwissenschaften über die Technik, die Rechtswissenschaften und die Ökonomie natürlich, eine Art Verdichtung der Positionen stattfindet in Richtung auf den Emissionshandel als einem internationalen Instrument, das eigentlich alle Voraussetzungen mitbringt, um genau das zu leisten, was er eben Bollé gerade gesagt hat und was Herr Burgi angesprochen hat, wirklich zu realisieren. Das scheint sich zu verdichten. Und das ist für mich als Ökonom natürlich eine sehr, sehr gute Entwicklung und eine sehr, sehr erfreuliche Entwicklung. Es geht für mich jetzt darum, das weiter voranzutreiben und das Bewusstsein dafür, dass in der Tat Europa über ein Instrument verfügt, um das uns der Rest der Welt eigentlich beneiden müsste, wenn es um Klimapolitik geht, und dass dieses Instrument eine Errungenschaft ist, die es gilt, weiter zu pflegen und auszubauen. Wenn dieses politische Bewusstsein Platz greift, dann haben wir wirklich eine Chance, auch als Vorbild Deutschland voranzuschreiten und dieses Modell des Emissionshandels, das sich in Europa so prächtig bewährt hat, wirklich auch zu einem Exportschlager zu machen. Und ich halte auch die Vision eines weltweiten Emissionshandels überhaupt nicht für vollkommen unrealistisch. Wenn wir demonstrieren können, tatsächlich mit einem solchen Instrument können wir sehr schnell sehr viel CO2 vermeiden und wir können das zu sehr geringen Kosten, das heißt zu sehr geringen Lasten für die Menschen. Und wenn wir das wirklich transparent machen und nach vorne bringen, dann haben wir eine Chance. Ich glaube, wenn wir weiter in den nationalen Wettbewerb gehen, wer erfindet die besten Regulierungen, dann werden wir untergehen. Dann werden wir den Kampf um unser Klima nicht gewinnen. Der Emissionshandel ist der einzige Hoffnungsschimmer, den man haben kann, wenn es darum geht, eine international wirksame Kooperation zusammenzubekommen. Und das, wie gesagt, diese Einsicht verdichtet sich über die Disziplinen hinweg. Das ist mein Eindruck von dieser Tagung und das ist, glaube ich, eine wirklich sehr, sehr gute Nachricht. Ja, Pia Rolfs von der Frankfurter Neuen Presse. Ich wollte mal fragen, was Ihr Hauptkritikpunkt an der bisherigen Klimapolitik ist. An wen richtet sich die Frage? Wer immer Sie beantworten möchte. Oh, an alle. Wollen wir mit Herrn Umbach anfangen? Also einer der wichtigen Punkte ist, dass wir bis jetzt nicht das gesamte Energiesystem einschließlich der dazugehörigen Systeme wie Landwirtschaft, Artenvielfalt, Biodiversität und so weiter, dass wir nicht das gesamte System im Auge behalten, sondern dass wir sogar das Energiesystem in unterschiedliche Sektoren aufteilen und meinen, wir könnten an den einzelnen Schrauben so gut drehen, dass dann etwas Gutes für das Gesamtsystem herauskommt. Ich denke, davon müssen wir weg. Ich denke, der CO2-Preis oder in diesem Falle das ETS-System leistet das. Es muss natürlich flankiert werden mit anderen Regelungen. Aber ich denke, die vielen Regelungen, die es gibt in Deutschland, sind viel zu viele und wir sollten an manchen Stellen deutlich reduzieren, damit auch die Genehmigungsverfahren beispielsweise sehr viel schneller gehen. Wir haben nämlich nicht, wie ich mal behauptet habe in dieser Tagung, nicht 5 vor 12, sondern 5 nach 12. Viele Sachen sind so spät begonnen worden, dass wir die Ziele jetzt Klimaneutralität bis 2045 wohl kaum erreichen werden, wenn wir die Gewalt der Herausforderungen uns wirklich mal genauer anschauen. Und die liegen auf allen Sektoren, weniger auf den technologischen Sektoren, als vielmehr auf der extrem kurzen Zeitskala, die wir zur Verfügung haben. Und die muss ja
mit langen Investitionszeiträumen, mit sehr komplexen Gesetzgebungsverfahren, mit den politischen Diskussionen, aber auch mit dem sozialen Rahmen, den wir mitziehen müssen. Wir müssen ja die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Das muss alles unter einen Hut gebracht werden. Und ich denke, diese enormen Herausforderungen, die haben wir bis jetzt nicht hinreichend im Blick. Ja, ich hatte den Eindruck, dass das auf der Tagung auch nicht so ganz in allen Punkten zusammengeht. Das ist natürlich immer so ein bisschen, denke ich, die Krux an einer Tagung mit Wissenschaftlern. Aber es sind ja im Endeffekt, wie Sie es gesagt haben, die Bürger müssen mitziehen. Und es sind, für mich ist eine sehr starke Struktur, dass auch technologische Lösungen in der Diskussion sind. Vielleicht kann Herr einfach auch da, was die Technologie angeht, die technologischen Perspektiven, auch noch mal jemand was sagen. Dann versuche ich das mal als Naturwissenschaftler. Ich möchte als erstes ganz deutlich noch einmal auf den Anfang der Veranstaltung zurückkommen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass alle Technologien, die wir heute haben, wahrscheinlich nicht existieren würden, wenn es das EEG nicht gegeben hat. Und man muss einfach vorsichtig sein. Ohne diesen Aufschlag und ohne diesen Impuls hätte die ganze Welt diese Möglichkeiten nicht, die wir heute haben. Der Fehler bestand nur darin, zu sagen, das muss immer so weitergeführt werden. Das war ein Anschubsgesetz und nachdem der Anschub so erfolgreich war, hätte man es auch wieder sein lassen müssen. Das EEG ist niemals dafür geschaffen worden, eine Energiewende zu managen, sondern einen technologischen Anschub zu leisten. Die technologischen Möglichkeiten, die wir heute haben, sind vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet, dass wir uns stark darüber unterhalten, wie wir das besonders wertvolle Gut erneuerbarer Energie, die lokal zum Beispiel in Deutschland erzeugt werden, möglichst effizient nutzen. Und dabei haben wir vergessen, dass wir natürlich einen Energieweltmarkt brauchen und somit die erneuerbare Energie weltweit handelbar sein muss. Wenn sie weltweit handelbar ist, muss man sie transportieren und speichern können. Und dieses Problem haben natürlich auch unsere lokalen erneuerbaren Energien. Und wenn man erneuerbare Energie als Commodity weltweit transportieren und speichern kann, ist sie auch nicht mehr wertvoll, sondern dann ist sie eben eine leicht verfügbare Ressource, die man in großen Mengen einsetzen kann. Man kann sich sehr viele Verteilungsdiskussionen, die wir im Augenblick führen, einfach sparen, weil es genug von erneuerbarer Energie auf der Welt gibt. Wichtig ist festzuhalten, dass nicht allen Leuten klar ist bisher in der Diskussion, und das wurde in dieser Veranstaltung auch sehr deutlich, dass die technologischen Optionen nicht darin bestehen, die in Deutschland erzeugte erneuerbare Energie so effizient wie möglich zu speichern und zu verteilen. Das ist ein Nebenproblem, wenn man es darauf bezieht, dass wir eine Energiewende als globales Problem haben. Sondern es kommt darauf an, dass wir Technologien bei uns entwickeln, und die sind nicht weit genug entwickelt, diese erneuerbare Energie weltweit transportier-, handel- und speicherbar zu machen. Da liegt das eigentliche Problem. Jetzt fiel ja auf der Tagung die Bemerkung, Menschen anderer Kontinente haben nicht das Problem Klimaschutz, sondern sie haben eigentlich ganz andere Probleme. Das zielte, war, wenn ich es richtig verstanden habe, in einem Kontext, dass man den Klimaschutz nicht wie so ein Heiligtum sozusagen in den Vordergrund stellt, sondern dass die Strategien mehr bezogen auf die konkreten Lebensumstände und auch Missstände zum Teil mehr fokussiert, auch was andere Länder, andere Kontinente angeht. Aber würde mich trotzdem freuen, wenn Sie da noch, das noch mal ein bisschen näher ausführen, dass es aber ein bisschen praxisgerechter, einfach noch mal greifbarer wird, sagen wir mal. Können wir gerne machen. In vielen Gegenden der Welt ist Energiearmut etwas anderes wie bei uns. Bei uns ist das eine kommerzielle Frage. In vielen Gegenden der Welt gibt es einfach keine Energie. Das heißt, die befinden sich in einem Entwicklungsstadium, das bei uns im frühen 19. Jahrhundert war. Und deswegen ist es für diese Gegenden besonders wichtig, dass man den Technologiesprung jetzt nicht so macht, dass die jetzt die fossilen Energien nachziehen und dann vielleicht irgendwann einmal in 100 Jahren da sind, wo wir heute sind, sondern dass wir erkennen, dass erneuerbare Energien in gespeicherter und transportierbarer Form die billigste, preiswerteste und nachhaltigste Lösung für alle Energieprobleme der Welt ist.
Das heißt, es ist extrem sinnvoll, darüber nachzudenken, Entwicklungshilfe und auch wirtschaftliche Entwicklung in anderen Kontinenten und Ländern dadurch möglich zu machen, dass man die gleichenden Energiehandel mit erneuerbaren Energien auf der Welt einbezieht. Und das ist sehr gut möglich, insbesondere weil in vielen Gegenden, wo diese Energiearmut herrscht, werden sehr gute Möglichkeiten, um erneuerbare Energien in Form von Wind- und Sonnenenergie zu gewinnen. Denen fehlt einfach die Technologie, das lokal nutzbar zu machen. Hier haben wir eine hervorragende Chance, nicht nur unsere Methoden zu exportieren, wir haben viele von diesen Methoden, sondern auch praktisch Entwicklungshilfe zu leisten. Im Gegenzug könnte man sich vorstellen, die bezahlen unsere Technologie mit erneuerbarer Energie, die sie uns liefern. Also das ist sozusagen ein Warentauschgeschäft, das man da macht, wo dann vielleicht möglicherweise kein Geld fließen muss. Das kann man sich sehr gut vorstellen und die Bundesregierung arbeitet zum Beispiel in Namibia an so einem Modellprojekt, wo das stattfinden soll. Und ich möchte bei der Gelegenheit auch deutlich sagen, die Bundesregierung hat an vielen Stellen sehr wohl erkannt, dass diese Technologien sehr kritisch sind und insbesondere auch das Forschungsministerium hat also mit vielen großen Projekt- und Forschungsinitiativen durchaus darauf reagiert, dass uns da einiges fehlt. Ich erwähne jetzt nur mal die nationalen Leitprojekte, die zum Thema Transport und Nutzung von erneuerbaren Energien und Wasserstoff angestoßen worden sind. Das Ganze geht einfach unter in dieser schwierigen Diskussion, die Sie angerissen haben und die hier auch sehr gut zum Tage gekommen ist, dass wir uns Mikromanagement in Deutschland um ganz kleine Fragen kümmern und dabei vergessen, dass natürlich Energiewende ein weltweites Phänomen ist und wir als Exportweltmeister uns darum kümmern sollten, dass wir auch das erneuerbare Energiesystem exportieren, denn das wäre eigentlich der größte Nutzen, den wir der Welt zur Verfügung stellen können. Die 2%, die wir selber an der Klimaschaden verursachen, die sind unerheblich. Erheblich ist das, was wir anderen zur Verfügung stellen können, dass das woanders besser gelöst wird. Das hat auch mein Kollege Umbach sehr schön dargestellt. Also die Frage, wie effizient wird ein Euro eingesetzt, um CO2 zu sparen, ist nicht notwendigerweise dadurch beantwortet, dass man bei uns eine hochtechnologische Lösung weiterzieht, sondern man könnte sich auch überlegen, dass es an anderen Stellen der Welt viel dringendere Fragen gibt, die man viel billiger lösen kann mit unseren vorhandenen Technologien. Das ist natürlich inspirierend. Auf der anderen Seite sind die geopolitischen Verhältnisse zum Teil ja doch sehr anders. Sind denn ganz also ein bisschen haben Sie es ja angedeutet, aber ganz konkrete Modelle, wie man sowas entwickeln oder aufbauen kann? Weil wir haben immer die geopolitischen Verhältnisse, weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Und dann kommt es ja hinzu, dass ein Teil dieser Lösungen vor allen Dingen eher im Bereich der Südhalbkugel wahrscheinlich angesiedelt sind. Und die geopolitischen Verhältnisse sind da ja auch nicht so ganz einfach. Und wenn wir uns davon abhängig machen, ist die Frage, wie wird das funktionieren oder wie wären die Steps dahin? Da könnte ich jetzt gerne noch zwei Punkte dazufügen. Da haben Sie natürlich recht, aber es gibt auch positive Beispiele. Zum Beispiel eine intensive Kooperation mit Australien ist angestoßen worden. Da würde jetzt jeder sagen, Australien ist ja so weit weg von Deutschland, das kann ja keinen Sinn machen. Wir haben in einem Projekt, das auch vom Forschungsministerium mitgefördert wird, nachgewiesen, dass die Transportkosten von erneuerbarer Energie bezogen auf den Kilometer keine Rolle spielen. Es ist nicht wichtig, ob man erneuerbare Energie 1.000 oder 10.000 Kilometer weit transportiert, kostet ziemlich genau gleich viel. Und wir haben in Chile eine Aktivität angefangen, wir als Nation, die sehr tragfähig ist. Also es gibt natürlich dadurch, dass erneuerbare Energie viel breiter verteilt ist wie fossile Energie, auch jetzt ganz andere Players auf der Welt und die Pluralität der geopolitischen Machtverteilung zum Thema Energie wird stark zunehmen und damit werden auch diese negativen Einflüsse, die wir ohne weiteres sehen, werden dann etwas zurückgedrängt werden. Aber ich darf auch sagen, die heutigen großen Ölnationen haben längst begonnen, in sehr großem Stil erneuerbare Energien exportfähig zu machen. Das wird nur in Deutschland zum Teil nicht wahrgenommen. Die Frage von der Kollegin von der Frankfurter Neuen Presse ist, glaube ich, noch nicht vollständig beantwortet worden. Jedenfalls möchte ich noch einen Aspekt hinzufügen. Sie hatten gefragt, was denn nun die Kardinalfehler, die schwersten Defizite der bisherigen Klimapolitik seien. Und nicht, dass ich jetzt für die gesamte Veranstaltung hier sprechen könnte, aber wir waren uns, glaube ich, jedenfalls darin einig, dass die Klimakrise einzigartig ist und dringend
den Handlungsbedarf erkennen lässt, wir müssen jetzt dringend wirksamen Klimaschutz betreiben, und das ist eben nicht passiert. Das ist weder in Deutschland passiert, noch in der EU passiert, noch auf der Welt passiert. Und das mag damit zusammenhängen, dass die Grundüberzeugung in der Politik, in der Gesellschaft eben noch nicht zu 100% da angekommen ist, wo wir jetzt hier als Kreis der Klimainteressierten vielleicht schon längst sind, dass wir nämlich akzeptieren, dass die Klimakrise vielleicht die dramatischste Herausforderung ist, die sich die Menschheit vielleicht jemals auf den Buckel geladen hat. Also das ist ein Wahrnehmungsproblem. Wenn einem die Klimakrise halt nur als eine Krise unter vielen erscheint, dann wird man jetzt sagen, naja, dann müssen wir halt irgendwas tun, aber es hat vielleicht noch ein bisschen Zeit. Nein, es hat nicht Zeit. Und das, glaube ich, war auch einigermaßen Konsens hier. Wir streiten über die Instrumente, klar, wir streiten über den richtigen Weg, aber über diese Grundlage, diese Grundsituation herrschte hier völlige Einigkeit. Ich glaube auch, dass der zweite von Herrn Schlügel genannte Kardinalfehler uns ein bisschen über das Thema EEG hinausführt, dass wir bisher sozusagen fast ausschließlich über den Stromsektor sprechen, aber wir müssen über das Energieproblem als Ganzes sprechen, also nicht nur eben nationale Brille ablegen, sondern auch die Strommarktbrille ablegen. Wir müssen auch auf den Verkehr gucken und auf die Gebäude. Das ist die nächste große Baustelle. Ja? Also ohne diese Sektoren mitzuerfassen, werden wir die Klimakrise nicht beherrschen. Weimann, möchte das noch was sagen? Ja, ich würde auch gerne noch auf Frau Wolfs antworten. Aus meiner Sicht stellt sich das noch ein bisschen anders dar. Ich glaube, dass der Kardinalfehler der Klimapolitik bisher darin bestand, dass wir Klimaschutz machen wollten, koste es, was es wolle. Das heißt, wir haben auf die Kostenseite des Klimaschutzes überhaupt nicht geachtet. Und das hat natürlich fatale Folgen, weil man dann Klimaschutz betreibt, und dabei die Ressourcen, die man dafür aufwendet und die Opfer und die Lasten, die man den Menschen zumutet, unter Umständen maximiert, anstatt sie zu minimieren. Und damit gleichzeitig auch den Klimaschutz, den man bei gegebenem Ressourceneinsatz oder gegebener Last, die die Menschen tragen müssen, minimiert. Wir haben sehr ineffektive, das ist der naturwissenschaftliche Begriff dafür, ineffektive Maßnahmen ergriffen. Ökonomen sagen sehr ineffiziente, das ist aber im Prinzip das Gleiche. Und wir müssen dringend dahin gehen, dass wir das umsetzen, was auch auf dieser Tagung klar wurde, was das Bundesverfassungsgericht gefordert hat, nämlich dass es im Sinne einer Vorsorge für die zukünftigen Generationen absolut notwendig ist, dass wir effektive Klimapolitik betreiben und nicht irgendeine. Aktionismus hilft nicht, Panik hilft nicht, es hilft nur rationale Klimapolitik in dem Sinne, dass wir die CO2-Menge dort reduzieren, wo die Kosten der Reduktion am geringsten sind, um damit zu erreichen, dass wir mit den Mitteln, die wir einsetzen können, möglichst viel CO2 einsparen können. Und das ist, glaube ich, wenn wir dahin kommen, dass wir darüber nachdenken und darüber mal reden und diskutieren, dann hätten wir viel gewonnen. Das ist, glaube ich, einer der Kardinalfehler neben den Dingen, die schon gesagt wurden, die Klimapolitik bisher gemacht hat, das nicht zu tun. Ergänzen. Die bisherige Klimapolitik war überwiegend eine national verstandene, das heißt, man hat sich zu wenig, insbesondere auf europäischer Ebene, um die Dinge gekümmert. Dabei existiert mit der EU ja ein vorhandener Kooperationsrahmen. Natürlich wird es schwierig sein, mit Indien und China und so weiter zur Kooperation zu kommen, aber die EU ist ein existierender Rahmen, der Organe hat, der Verfahren hat, der Strukturen hat, die man diesem Thema stärker zuordnen muss, als dies zuletzt geschehen ist. Man hat in den letzten Jahren sehr viele andere Krisen zu managen gehabt und dadurch ist das vielleicht etwas in Vergessenheit geraten. Aber das Gebot der Stunde, auch für die sich jetzt bildende neue Regierung, ist eigentlich, das als eine europapolitische und auch europarechtliche Herausforderungen zu begreifen und das, wie gesagt, schon in Umrissen ja existierende Instrument des europäischen Emissionshandels entsprechend zu verbessern, auch zu verschärfen und weiterzuentwickeln. Ich möchte das auch noch mit einem Punkt ergänzen. Es wurde auch auf dieser Tagung häufig beklagt, dass wir zwar den allgemeinen Zustand hier diskutieren, aber nicht so genau wissen, wie wir denn jetzt von der Feststellung des Problems zu einem Weg kommen. Also wie machen wir konkret weiter?
Und da kann ich eine ganz einfache Empfehlung geben. Also dem Ausstieg aus irgendetwas muss der Einstieg in irgendetwas anderes vorausgehen. Also wenn wir uns einfach darauf konzentrieren würden, nicht Ausstiegsziele zu formulieren, sondern uns mal zu überlegen, wie wir denn das Energiesystem betreiben wollen, wenn wir das fossile Energiesystem nicht mehr haben, dann wäre es eigentlich viel besser. Und das ist eine relativ einfache Angelegenheit, denn dann kommt man ganz schnell auf alle die Lösungen, die wir hier auch skizziert haben, dass wir nämlich zusammenarbeiten müssen, dass das kein nationales Problem ist, dass wir uns vor allen Dingen darum kümmern müssen, die Hindernisse abzubauen, die es erlauben, die Infrastrukturen anzupassen, die wir für die erneuerbaren Energien brauchen. Diese Dinge würden automatisch auf die erste Prioritätsstufe rücken, wenn wir einfach begreifen würden, dass wir nicht etwas verlassen und etwas weggeben müssen, was uns vertraut war, sondern dass wir etwas Neues bekommen, was eigentlich viel besser ist wie das alte, nämlich eine unerschöpfliche Energiequelle, deren Energie sogar gratis zur Verfügung steht. Ja, aber diese Vision ist ja eigentlich mit Beginn der Energiewende verkündet worden und man ist ja in eine regelrechte Hype, würde ich sagen, verfallen und hat die Energiewende als ein großes Gemeinschaftsprojekt angekündigt. Und wenn ich nun durchs Land fahre, von Nord nach Süd, von West nach Ost, dann erlebe ich eigentlich eine ungeheure Unwucht zwischen einer Politik, die in den Städten gewünscht, gewählt, gefordert wird, wo demonstriert wird, auch zum Teil heftig, bis in etwas jenseits der Legalität und letzten Endes in den Landregionen die Situation, dass die Politik da abgeladen wird, bis hin zu Wahnsinns-Zielkonflikten, die wir zum Teil auch haben. Hat sich das irgendwie hier auch in der Tagung niedergeschlagen? Ich habe schon das Gefühl, dass es da hin und wieder ganz schön geknirscht hat. Erzählen Sie doch mal. Ja, wir haben ja die Problematik der Zielkonflikte versucht, in der Tagung abzubilden, unter anderem mit dem Referat von Herrn Mock, der darauf hingewiesen hat, dass gerade die Windkraft an Land, über die er hauptsächlich gesprochen hat, eben naturschutzrechtliche Probleme nach sich zieht. Ich hatte aber jetzt in der Diskussion nicht das Gefühl, dass wir insgesamt gesagt haben, deshalb müssen wir das lassen, sondern wir müssen diese Probleme adressieren. Wir müssen zusehen, was für ein Potenzial noch in der Windkraft an Land steckt. Und wir müssen gucken, dass die Voraussetzungen, unter denen eben die artenschutzrechtlichen Bedingungen erfüllt werden können, noch präzisiert werden können. Wir sind ja bei dem Potenzial, gerade bei der Windkraft an Land, ist es ja so, dass noch bis vor nicht allzu langer Zeit selbst von den Projektierern gesagt wurde, dass eigentlich die geeigneten Flächen allmählich am Ende sind. Und jetzt sind aber wiederum Zahlen im Gespräch gewesen, nicht nur hier in der Tagung, sondern auch sonst in Veröffentlichungen bis in die letzten Tage hinein, wo bis zu 400.000 Windräder, wir haben jetzt 30.000 in Deutschland oder 32.000, also eine Riesensumme, die Beträge bis hoch in die Billionen hinein. Und das würde im Endeffekt ja bedeuten, dass praktisch alle 1000 Meter im Schnitt ein Windrad steht. Gleichzeitig werden auch da immer wieder die Konflikte deutlich, weil beklagt wird, dass diese Ziele überhaupt nicht ausreichend formuliert werden, von der Politik nicht ausreichend formuliert werden. Da ist die Rede von 2% der Fläche Deutschlands. Aber es konzentriert sich ja dann in einzelnen Regionen. Auch das wird nicht transportiert. Und wenn man in die betroffenen Regionen fährt, dann sieht man, wie nicht nur sozial, sondern auch politisch im Wahlverhalten die Stimmung da wirklich zum Teil auf dem Nullpunkt ist. Und dann kommt ja noch dazu, ich vermisse übrigens Herrn Mock, wo haben Sie den gelassen? Rechtsanwalt Mock hat ausgeführt, dass zum Teil ja auch die Berechnungen, die für die Windräder am Land sind, gar nicht so richtig stimmen, weil dadurch, dass die Anlagen viel höher werden, einfach die Effizienz zum Teil auch höher ist, sodass die Abstandswerte eigentlich eher vergrößert werden können oder die Anzahl der Anlagen verringert werden kann, weil man im Grunde mit effizienteren Anlagen und besseren Standorten mehr erreicht. Das würde aber nicht erfolgen. Und das sind gleichzeitig der Artenschutz, sind eine ganze Reihe von Themen und Dingen, die auch angeklungen sind in der Tagung. Wie hat sich das für Sie wiedergespiegelt und wie bewerten Sie das?
Also was den Flächenverbrauch angeht, gibt es unterschiedliche Berechnungen. Es gibt 1, 2 oder 3% der Landfläche, die dafür gebraucht werden. Die sind vorhanden. Man kann es natürlich der Politik an der Stelle schwieriger machen. Bayern wehrt sich mit Händen und Füßen, mit verschiedenen Abstandsregelungen, dass es zum weiteren Ausbau der Windkraft an Land gibt. Aber die Tendenz ist schon ganz klar, der Platz wäre vorhanden. Das ist auch klar. Dass es hier Verwerfungen gibt, ist auch klar. Aber wir haben jetzt nicht diese Tagung jetzt zu einer Windkraft-an-Land-Tagung gemacht, sondern das war ein Thema, wo wir jetzt hier zur Kenntnis genommen haben, weil das ein Zielkonflikt ist, der durchaus der Windkraft an Land entgegensteht. Aber wir konnten hier nicht an der Stelle alle Fragen beantworten. So ehrlich müssen wir, glaube ich, sein. Aber Herr Schlögl wollte dazu noch was. Aus naturwissenschaftlicher Sicht möchte ich das schon noch ein bisschen kommentieren. Ich halte das einfach für unrealistisch, diese Zahlen zu setzen, denn selbst wenn man die Anzahl der Windräder verzehnfachen würde in Deutschland, dann würde man zwar den bilanziellen Energieverbrauch von Deutschland herkriegen, aber nicht den tatsächlichen, denn dann müsste man noch für die gesamten Speicherverluste aufkommen und die Speicherverluste sind ungefähr ein Faktor 5. Das heißt, man bräuchte, wenn man tatsächlich ein autarkes Energiesystem machen will, nicht 10-mal, sondern 50-mal so viele Windräder und dafür reicht dann der Platz wirklich nicht. Also ich glaube, das ist einfach aus historischen Gründen eine Illusion. Es gab mal die Meinung, es sei das Ziel der Energiewende, Deutschland autark von Energieimporten zu machen. Das ist völlig unmöglich und das ist auch kein anstrebenswertes Ziel, denn wir sind die Exportweltmeister dieses Planeten. Warum sollen wir dann nicht unsere Energie, die wir brauchen, im Gegenzug importieren? Die Vorstellung, dass wir keine Energie mehr importieren, ist einfach nicht möglich. Und deswegen halte ich diese Diskussion für falsch, denn wir sind eines der dichtest besiedelten Länder auf dieser Welt. Warum sollen wir ausgerechnet in unserem Land, wo die Kapazitätsausnutzungsfaktoren für erneuerbare Energie sowieso schlecht sind, auch dann noch die gesamte Fläche zubauen mit solchen Energiewandleranlagen. Es gibt einfach Gegenden auf der Welt, wo kein Mensch wohnt und wo das sehr viel besser funktioniert. Nehmen Sie doch lieber unsere Windräder und stellen Sie sie dorthin. Einen weiteren Punkt könnte ich noch hinzufügen, das ist das Repowering. Auch Herr Mock hatte darauf hingewiesen, dass das Repowering, also die Benutzung eines alten Standortes durch Austausch einer neueren und wesentlich effektiveren Windkraftanlage um Dimensionen hier helfen können. Sie lösen nicht das gesamte Problem, ist klar, und ich bin da völlig bei Herrn Schlögl, dass die Vorstellung, dass jetzt Deutschland energieautark werden müsste, glaube ich, nicht zielführend ist, sondern wir müssen das als ein Instrument im Instrumentenkasten weiter ausbauen. Also Herr Schlögl argumentiert erstaunlich ökonomisch, muss man sagen, und das zeigt eigentlich den Geist dieser Tagung, nicht? Dass es über die Fächer hinweg durchaus da einen Konsens gibt. Ich glaube, das Problem bei den Erneuerbaren ist ganz einfach, wir haben die Erneuerbaren entdeckt seinerzeit, als das Klimaproblem zum Problem wurde, aber wir haben einfach völlig übersehen und ignoriert, dass erneuerbare Energiesysteme natürlich immer einen komplementären Faktor brauchen. Also für eine Photovoltaikanlage braucht Sonneneinstrahlung und ein Windrad braucht Wind. Und nur die Kombination von beidem macht daraus eine sinnvolle Energieumwandlungsanlage. Und da hat Herr Schlögl natürlich völlig recht. Wir sollten dort die Erneuerbaren nutzen und die erneuerbaren Energien ernten, wo der komplementäre Faktor reichlich vorhanden ist. Und da gibt es ja nun mal genug Flächen und genug Möglichkeiten, das zu tun. Das haben wir bisher nicht gemacht. Und die Verengung darauf, das hier in Deutschland machen zu wollen, war von Anfang an ein Fehler, hat aber viel damit zu tun, dass wir eben von Anfang an Klimapolitik immer nur als nationale Aufgabe begriffen haben, was ein Riesenfehler ist. Und auch das hat diese Tagung gezeigt. Das kam eigentlich bei allen Beiträgen immer wieder vor, dass wir dringend diese deutsche Brille absetzen müssen und international denken müssen. Und dazu haben wir hervorragende Möglichkeiten in Europa, weil wir eben in Europa ein funktionierendes System der Zusammenarbeit der Nationen haben und schon ein entsprechendes Instrument, nämlich den Emissionshandel. Also lasst uns das doch nutzen. Und wir müssen natürlich auch darüber hinaus denken. Das ist das, was Herr Schlögl hier sehr eloquent auch vorgetragen hat, wir müssen über Europa hinaus in den Sonnengürtel und müssen dort die erneuerbare Energie handelbar machen und einen Weltmarkt für erneuerbare Energien schaffen. Wenn wir diese beiden Aufgaben lösen und dafür Technologien und Ideen bereitstellen, dann leistet Deutschland, glaube ich, wirklich einen Beitrag zum Klimaschutz. Es gibt
gibt auch kaum Industrien in Deutschland, die rein national ihre Rohstoffe bzw. ihre Vormaterialien aus Deutschland beziehen und die Fertigprodukte nur in Deutschland absetzen. Das widerspricht ja den deutschen Wirtschaftsgedanken. Wir sind eine Import- und Exportnation. Daraus ergibt sich zurzeit ein Außenhandelsüberschuss in Deutschland, für den wir auch international auch das ein oder andere Mal an den Pranger gestellt werden. Wenn wir jetzt alles nur noch selber produzieren würden und gar nichts mehr importieren würden, dann würde dieser Außenhandel, also Exportüberschuss, ja gar nicht mehr irgendwie rückfinanzierbar sein. Insofern haben wir auch ein Interesse, einen Teil unserer Energie und einen Teil unserer Vorprodukte in der internationalen Arbeitsteilung aus dem günstigeren Ausland zu erwerben. Beispiel Autoindustrie bezieht einen Großteil ihrer Vorkomponenten aus dem günstigeren Ausland. Und so werden wir auch als Industrie als Ganzes einen großen Teil unserer Energie, wie bisher auch schon, aus dem Ausland beziehen müssen. Die Frage ist bloß, welchen Anteil bilden wir der heimischen Industrie zu und welchen Teil der heimischen erzeugten Windenergie ist exportfähig, um dort dann eben auch mit deutscher Technologie oder Photovoltaik oder was auch immer produziert und für uns hergestellt werden zu können. Und dort ist es doch unbedingt erforderlich, dass die kommende Bundesregierung ihre internationalen Beziehungen weiter ausbaut, um zu konkreten Handelsübereinkünften für die Errichtung von erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen in Ländern zu vereinbaren, in dem die Energie vom Himmel fällt, sei es durch Wind oder sei es durch Photovoltaik, um dann in Form von Wasserstoff oder Wasserstoffderivaten, Methan oder anderen, dann der deutschen Industrie wieder durch Import zur Verfügung zu stellen. Das wurde aber sehr bestritten von Herrn Quaschning und Herrn Fell, verständlich natürlich. Ich hätte aber gerne, ich weiß nicht, Herr Burgis, Sie haben, glaube ich, nochmal... Akzeptanzproblem aufmerksam machen. Wenn man solche Mengenvorstellungen formuliert, muss man ja den Betroffenen vor Ort auch erklären können, warum sie das auf sich nehmen sollen. Und wir sehen ja jetzt schon, dass das erhebliche Akzeptanzschwierigkeiten mit sich bringt, dass Partizipation irgendwann dann nicht mehr gewährleistet sein wird, weil das sehr lange dauert, sehr mühselig ist. Gleichzeitig sollen Verfahren beschleunigt werden. Im Endergebnis müsste das im Grunde der Ordre Mufti dann verfügt werden. Und das ist in einem System, das sich für Klimaschutz verpflichtet, für Rechtsstaat, aber auch für Demokratie, schon auch eine verfassungsrechtliche Herausforderung, dass wir das nicht über die Köpfe hinweg gewissermaßen verfügen können. Wenn man durch die vorgeschlagenen Maßnahmen diese Akzeptanzbasis verbreitern kann und bestehende Akzeptanzprobleme ein Stück entlasten kann, dient das insgesamt dem Klimaschutz, weil im Endergebnis mehr Maßnahmen dann verwirklicht werden können. Und das hat sich unter anderem ja auch gezeigt, jedenfalls im rechtlichen Teil der Beratungen, dass Klimaschutz in einem System wie dem unseren eben nur innerhalb des Verfassungsrahmens gelingen kann und nicht etwa einen Freibrief für einen Ausnahmezustand hergeben würde, den wir ja zum Glück auch bei der Bewältigung der Corona-Pandemie nicht haben wollten. Herr Umbach wollte dazu auch noch was sagen. Ich wollte noch zwei, denke ich, wichtige Punkte ergänzen. Wir haben in der Tagung und auch auf allen anderen Tagungen, die zu diesem Thema stattfinden, sehen wir immer wieder, wie enorm groß die Herausforderungen sind. Wenn wir 75% unseres Primärenergiebedarfs, der fossil ist, ersetzen wollen innerhalb von 20 Jahren, dann ist das eine Wahnsinnsherausforderung. Und gleich, ob wir das mit Wind und Photovoltaik im Land oder zu einem großen, beträchtlichen Teil auch außerhalb machen, es ist eine Riesenherausforderung, die enorm viel Investitionen erfordert, die eine langfristige Planungssicherheit notwendig macht und so weiter und so weiter. Und diese Herausforderung wird meines Erachtens, das wurde auch mehrfach betont, viel zu wenig kommuniziert. Es wird viel zu wenig in der Öffentlichkeit klar gemacht, was die Anstrengung bedeutet. Wir sagen Klimaschutz, alle sagen ja, aber wir sagen nicht dazu, was Klimaschutz denn wirklich dann für uns bedeutet. Und ich denke, im Sinne von dem, was gerade noch gesagt worden ist, ist es wichtig, die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen, weil
letztlich müssen ja auch wieder Wahlen gewonnen werden und wir haben, sagen wir mal, Probleme zu bewältigen, die ganz anderer Natur sind. Und dazu kommt der zweite Punkt, den ich ganz kurz machen kann, das ist die soziale Schere. Energiearmut gibt es in Deutschland durchaus, nicht nur in Deutschland, aber hier eben auch. Und die wird immer größer, wenn wir die Preisschraube anziehen müssen. Und wir müssen uns auch um diese sozialen Gesichtspunkte kümmern, damit die Energiewende gelingt. Nun ist ja dieses Akzeptanzproblem, auch in anderen Ländern tritt es auf. Und wir haben ja da auch zum Teil dieselben Probleme gehabt. Ja, in Südeuropa haben wir es, in Griechenland haben wir es, aber auch in Norwegen haben wir es. Kürzlich ging auch einiges durch die Zeitung. Und gleichzeitig ist aber auch so, dass auch da wir uns ja auf eine ganz schmale Technologieschiene konzentrieren, wenn wir von den Erneuerbaren sprechen, Sonne und Wind, so wie das ganz explizit auch die Bundesumweltministerin bisher gemacht hat und das eingeschränkt hat. Und dann fiel aber in der Tagung der Begriff des weißen Elefanten im Wohnzimmer. Das ist die Kernenergie, die ja auch sehr kontrovers in der Tagung diskutiert wurde. Und wie hat sich das niedergeschlagen? Das hätte ich doch gerne noch mal gewusst. Also einer muss ja was zum Elefanten sagen, dann mach's halt ich. Grundsätzlich hätte die Kernenergie eine wichtige Rolle zu spielen, weil sie eine zwar grundsätzlich CO2-freie Methode, aber keine nachhaltige Methode ist. Ist einfach grundsätzlich nicht nachhaltig. Wir sind uns alle darüber im Klaren, dass auf der Zeitskala, auf der wir handeln müssen, wir alle Technologieoptionen nehmen sollten, die wir können. Wir sind uns auch ganz sicher darüber im Klaren, eine Diskussion weiterlaufen lassen von Kernkraftwerken oder neue Kernkraftwerke in Deutschland bauen. Vergiss es lieber, das erzeugt derartig viele negative Konnotationen, dass dabei die hauptsächlichen Fragen, um die wir uns hier kümmern müssen, eigentlich in den Hintergrund treten. Wir kennen andere Länder in Europa, die das Kernthema anders behandeln. Die fahren auch im Augenblick nicht schlecht, aber auch die haben Akzeptanzprobleme. Also man kann einfach grundsätzlich sagen, Kernenergie hat eine sehr negative Konnotation, und jetzt haben wir noch nicht über die Frage geredet, es gäbe auch Kernfusion, auch das ist eine Option, die man nicht vergessen soll. Die ist zwar mittelfristig in die Zukunft gedacht, aber aus meiner persönlichen Sicht, und ich habe das aber, glaube ich, hier in der Tagung mitgenommen, ist Kernenergie, wenn überhaupt, ein Nischenbeitrag, der vielleicht in der mittel- bis längerfristigen Zeit eine Rolle spielen wird. Aber zur Bewältigung der Klimaziele, die wir jetzt haben, kann und wird Kernenergie keinen wesentlichen Beitrag leisten können. Das geht einfach nicht. Was sagen die Ökonomen dazu? Die haben dazu keine explizite Meinung, weil sie ähnlich wie die anderen hier auf dem Podium auch nicht möchten, dass man ihnen nicht mehr zuhört. Das passiert aber, wenn man sich zur Kernenergie irgendwie äußert. Und das ist das Problem. Ich glaube aber, dass auch wenn es hier keiner sonst sagen will, aber es ist natürlich, das muss man nur eins und eins zusammenzählen, ein Erschwernis, wenn wir jetzt die letzten 6 Atomkraftwerke abschalten und dann den fehlenden Strom in der Grundlast, das sind immerhin 11% oder 67 Terawattstunden, die da verloren gehen, wenn wir die dann ersetzen müssen, erstmal durch Erneuerbare. Das ist einfach so. Das kann man jetzt nicht wegdiskutieren. Und erschwert natürlich die Aufgabe, in den nächsten Jahren massiv CO2 zu reduzieren. Ich glaube, da sind sich ja auch alle einig. Und ob man das will oder nicht, das ist dann eben eine politische Entscheidung. Wenn man die so trifft, dann muss man das allerdings in dem Bewusstsein tun. Ja, damit machen wir uns das Leben selbst auch ein Stück weit schwerer. Ich könnte noch hinzufügen, wir haben gerade gesagt, wir müssen uns darum kümmern, dass wir eine soziale Akzeptanz erzielen. Wir sollten auch zur Kenntnis nehmen, dass Deutschland die Entscheidung getroffen hat, dass sie das nicht haben wollen. Es ist eine völlig andere Frage, ob man das naturwissenschaftlich rechtfertigen kann oder nicht. Das will ich hier nicht kommentieren. Aber es ist eine eindeutige Feststellung, dass der deutsche Bürger keine Kernenergie will, Punkt, Ausrufezeichen. Und ich würde einfach stark davon abraten, diese Geschichte noch einmal aufzuwärmen, weil es uns so stark davon abhält, dass wir die wichtigen Fragen behandeln. Ich halte nichts davon, eine Diskussion zu führen, die keinen wesentlichen Beitrag zur Lösung liefert und trotzdem uns die Debatte extrem erschwert. Ja, ich
Ich kann das alles unterschreiben, was Herr Schlögl gerade gesagt hat, und möchte einen Punkt noch ergänzen. Es ist nicht nur der deutsche Bürger und die deutsche Bürgerin, die das nicht mehr wollen, es ist auch die deutsche Industrie, weitestgehend jedenfalls. Die haben keine Lust auf das ganze Hickhack. Ja? Die haben rauf und runter Atomausstieg, Ausstieg aus dem Ausstieg, aus dem Ausstieg, aus dem Ausstieg erlebt. In dieser Situation nochmal viel zu erhoffen von einem Wiedereinstieg in die Kernenergie, das sehe ich jetzt bei der Industrie nicht. Vielleicht sehe ich es falsch, aber das war so mein Eindruck, dass auch keiner gesagt hat, das ist jetzt, da finden Sie Investoren, die würden das sofort machen und das wird das Problem lösen. Da hat Herr Schlögl dann völlig recht. Also es ist eine Nischenidee und lenkt eigentlich, führt zu sehr viel Streit. Die Grünen, die jetzt an der Regierung sind, werden das sicherlich nicht unterstützen. Die haben ja ihre eigenen Wurzeln aus der Anti-AKW-Bewegung. Also es würde mich völlig wundern, wenn das jetzt wieder auf den Tisch käme. Und das lenkt von den eigentlichen Herausforderungen ab. Und davon haben wir genug. Ich sehe, wir haben nur noch 3 Minuten. Ich habe mitbekommen, dass auch in einem Vortrag die Rolle der Medien bei der Energiewende auch thematisiert wurde und zum Teil auch sehr harsch kritisiert wurde. Möchten Sie da noch irgendetwas zu sagen? Das betrifft mich ja dann auch. Damit sprechen Sie den Vortrag von Professor Keplinger aus Mainz an, der sehr scharfsinnig beobachtet hat, dass die Diskussion im Nachgang zu der Unwetterkatastrophe in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Belgien eine Schlagseite hatte. Wir haben in den Medien dann sehr viel über Mitigation gelesen, also über die Verhinderung, über die Treibhausgasreduzierung, aber nichts über die Vorsorge, die wir treffen müssen im Sinne des Adaptation. Also wir haben nichts darüber gelesen, was man denn tun könnte, um die Schäden, die ohnehin kommen werden, so viel wir jetzt noch Klimaschutzpolitik betreiben können, zu machen. Das ist schon mal eine sehr gute Bemerkung gewesen. Darüber wurde dann auch im Weiteren angeregt diskutiert. Herr Keplinger hatte auch noch darauf hingewiesen, dass es schwierig ist, Wahrscheinlichkeiten zu kommunizieren, in dem Augenblick, in dem Aussagen über die Entwicklung des Klimas mithilfe komplexer Klimamodelle getroffen werden, muss man plötzlich über Wahrscheinlichkeiten reden. Und das wird in der Ökonomie nicht anders sein. In dem Augenblick, in dem Sie über Wahrscheinlichkeiten anfangen zu sprechen, wird es in der Vermittlung schwierig. Und das gab dann auch über die Produktionsbedingungen im Journalismus wurde dann gesprochen. Wie kommt es denn dazu, dass sich sozusagen da Echoblasen bilden, Glaubenssätze, schließlich die Diskussion in den Medien bestimmen? Also das war eine sehr, sehr wertvolle Ergänzung, wie ich fand. Hier poppte eben ein Fenster bei mir auf von einem Zuschauer, der schrieb, es gab es zusammenfassendes Signal von dieser Tagung, wenn das überhaupt möglich ist mit den vielen Experten. Ja, ich habe mich ja an einer Zusammenfassung versucht, aber ich kann nicht für die ganze Tagung sprechen. Ich habe versucht zu sagen, dass meinem Eindruck nach sehr große Einigkeit darüber bestand, dass der Baum brennt, dass wir dringend wirksamen Klimaschutz brauchen. Wir sind uns auch einig darüber gewesen, dass die bisher gewählten Ansätze nicht so viel gebracht haben, wie wir uns das gewünscht hätten, dass wir nach anderen Wegen suchen müssen. Und zu diesen Wegen gehören 2 Elemente, die sich auch noch berühren. Das eine ist, dass die deutsche Klimaschutzpolitik ihre Rolle in der Welt finden muss, dass Deutschland in der EU und in der Welt eben das Klimaschutzproblem insgesamt angehen muss, was bisher nur in Ansätzen passiert ist, und dass eben gerade der EU-ETS ein ausbaufähiges Modell ist, das vielleicht auch eben genau dieser Erkenntnis dann entspricht. Und damit hätten wir also aus meiner Sicht schon mal 2 ganz, ganz wesentliche Punkte. Ich möchte mir erlauben, noch zu ergänzen, vielleicht auch zusammen mit Herrn Umbach, die schiere Tatsache, dass so eine Veranstaltung stattfindet, ist auch ein großer Fortschritt, denn ich glaube, eine Angelegenheit, die der Klimawandel
Debatte ein bisschen zu kurz kommt, ist tatsächlich die gegenseitige Informiertheit. Die verschiedenen, so wie die Sektoren der Klimawende auseinanderdividiert werden in der Politik, gilt das auch für die Akteure. Und es ist extrem positiv und sehr nützlich, dass ausgerechnet Ihre Organisation dazu beigetragen hat, dass auf hohem Niveau und ohne viel Polemik tatsächlich ein Austausch zwischen den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen stattgefunden hat. Und das war für mich fast die bemerkenswerteste Erscheinung dieser Tagung. Ja, das war ein wunderbares Schlusswort. Wenn ich richtig sehe, müssen wir jetzt auch zum Schluss kommen. Ich schaue noch mal in die Runde der Zugeschalteten oder auch im Raum sitzenden Journalisten. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Tragen Sie die Botschaft weiter. Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin gewogen bleiben. Die Gesellschaft für Rechtspolitik wird sicherlich noch weitere Veranstaltungen machen, hoffentlich in genauso in gutem Geist und kontroverser, aber auch disziplinierter und zivilisierter Art und Weise. In diesem Sinne sagen wir alle Tschüss und vielen Dank.